Okay, Leute, jetzt gehen wir hoch. Zum Monking. Mal ein neues. 3, 2, 1, Zugriff. Oh Gott. Oh. Oh. Okay, er hat nicht mehr viel, oder? Oh. Oi, oi, oi. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Blockbuster. Genau, und wir schauen erstmal in die letzte Folge von Mali. Und hier habe ich es ein bisschen umgebaut. Ab in den Nether. Yeah, okay. Wir gehen jetzt einfach rein. Genau. Oh, like a nice mob spot. Oh mein Gott. Oi, oi, oi. Oh, der ist direkt explodiert. Oh, hier ist ein Crew. Oh, dieser Crew. Der lässt uns nicht in Ruhe. Warte, ich probiere hier einfach mal den Burger aus. Oh mein Gott! Alter, dieser Burger ist so OP. Guck dir den mal an. Genau, Leute, das war in der letzten Folge bei Mali. Und da ging es ordentlich ab. Wir waren in einem Roguelike Dungeon. Und da habe ich jetzt auch mal hier die Zepter rausgesucht, die wir hier bekommen haben. Und zwar ein Life Drain Zepter und noch so weitere hier. Ein Healing Stuff hatte ich schon vorher. Und die will ich mal kurz ausprobieren mal bei Mali. Weil das ist so ein kleiner Mali-Noise da. Warte, ich guck. Oh mein Gott! Alter, so richtig cool mit dem Laser. Guck dich das. Oh mein Gott! Das macht ja übel viel Schaden, Mann. Okay, also wir haben hier mehrere Zepter bekommen, das ist richtig gut eigentlich. Oh, ich hab Angst, dass ich dich töte. Oh mein Gott. Nee, okay, Leute. Und ihr hört ja schon. Oh Mann. Oh, du hast einfach Lava. Mein jetzt bin ich aber gleich Gott. Gut. Ich sterb einfach. YOLO. Dankeschön. Alter, das ist ein Überding. Also die Stäbe sind richtig, richtig nice. Alter. Also im Kampf ist das übergeil. Also die Zepter tue ich jetzt auf jeden Fall erstmal hier rein, weil wir haben heute einen Plan, und zwar werden wir... Oh, like a nice mob spot. Oh mein Gott, da kommt jede Folge kommt mindestens ein so ein Ding hier. Aber das können wir schon verkraften. Aber es bringt irgendwie nichts. Kam irgendwann ja, irgendwie bisher irgendwas manchmal, richtig raus? Ja, weil wir sind halt in der Glaskuppel. Das ist halt das Gute hier. Ja, gut. Ja, das stimmt. Mann. Okay, Leute. Und wir haben heute nämlich was Besonderes vor. Und zwar gehen wir in einen Monking Dungeon. Und zwar ist das so ein Baum, wo oben dran ein Monking ist. Aber vor dem Dungeon werden wir auf jeden Fall noch zwei oder drei Pandora's Boxes öffnen. Und insgesamt sechs Rare Lucky Blocks. Weil in den letzten zwei Folgen haben wir keins von beiden geöffnet. Das war natürlich nicht so nice. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt erstmal die Pandora's Boxes. Und komm mal hier raus, Martin, aus Minecraft. Komm raus! Okay, warte, ich mache mich erstmal in Nunibuni zurück. Und vielleicht hört ihr es auch an meiner Stimme ein bisschen. Ich bin ein bisschen heiser gerade. Weil, wir haben halt ein bisschen gefeiert so, weil... Oh mein Gott. Weil ich habe am Montag hatte ich das mündliche Abitur. Und das war halt die letzte Prüfung sozusagen. Wir haben jetzt auch schon, also wir bekommen am nächsten Samstag bekommen wir Zeugnisse und so. Oh, hier ist ein Lucky Block, hier steht ein Lucky Block einfach rum. Den öffne ich jetzt erstmal mal. Okay, so. Den können wir natürlich auch öffnen. Oh, Lucky Bow! Unglaublich! Was? Oh, die Revanche. Ein Lucky Bow! Okay, ich finde mal den hier oben. Oh Gott, ich habe eine Pandora's Box geöffnet. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Oh, Scheiße! Oh. Oh mein Gott! Einfach Mobs raus. Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sterb! Jetzt alle daran. Oh Gott. Okay, die Schaufel ist die OPste Schaufel, die es gibt auf der Welt, Mann. Oh Gott. Okay. Und Leute, da haben wir halt in der Schule übernachtet jetzt, gestern. Und da haben wir natürlich so Musik gehört. Da habe ich immer mitgesungen und so. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen heiser. Aber es läuft also alles. Also einfach ganz lange wach, also in Schule. Und ein bisschen müde. Ich habe nur eine halbe Stunde geschlafen. Also es könnte sein, dass ich ein bisschen verpeilt bin. Oh mein Gott, ein Phantom. Genau. Bitte nicht. Oh mein Gott. Oh. Und deswegen kam auch in den letzten Wochen, oder nee. Oh mein in den Gott. Letzten, oh, ein Rock. Bist du tot? In den letzten Tagen kamen deswegen keine, also nicht so viele Videos. Warte, ich mach mal auf Timeset 0. Das darf ich einfach mal. Deswegen kamen auch nicht so viele Videos. Deswegen muss ich mich auf jeden Fall nochmal entschuldigen bei euch. Und yo. Und jetzt würde ich sagen. Jo, was ist das denn hier? Miner's Jab Alter. Of Ice Cream. Okay, öffne du die nächste. Oh, Diamantrüstung hat er gedroppt, aber nicht so gut. Okay, die nächste okay, Pandora's, Pandora's Box. Oh mein Gott. So, und also vielleicht am Montag. Ja hier noch was im Umkreis. Okay, warte kurz. Am Montag hatte ich halt mündliches Abitur, da habe ich 13 Punkte. In Gemeinschaftskunde erreicht. Leute, das müsst ihr euch mal geben. Oh, ich hab die aus Versehen platziert. Oh mein Gott! Ich ertrinke. Ich wollte die gar nicht platzieren. Oh Mann. Alter, was ist hier los ist? Also 13 Punkte noch ist eine 1 minus in Gemeinschaftskunde. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also nehmt euch das auf jeden Fall zum Vorbild. Nehmt euch das auf jeden Fall zu Herzen. Oh mein Gott. Nein. Oh, ich werde sterben. Ah, ich auch. Nee, ich komm raus. Irgendwie. Nee, ich schaff's nicht mehr. Nein, oh, Mann. Ich schaff's auch irgendwie nicht mehr. Warum denn? Oh. Weil ihr ertrunken. Das hat so lange gedauert. LOL! Was? Oh mein Gott. Hä? Nein. Was komm ist mal los? Komm mal her. Ja, ich komme zu dir her. Die Türen sind irgendwie. Wie also bei Türen mir sind das einfach zwei Dirtblöcke jetzt. Wie jetzt? Die wurden jetzt einmal ersetzt. Wo bist du denn? Ach so, ich musste dir. Bist du bei uns in der Base? Nee, warte. Was?
Hä, bei mir auch. Lol. What? Also hier war eben so ein Käfer. Doch, das ist eine Tür hier. Guck mal. Okay, was irgendwie komisch. Läuft auf jeden Fall. Aber nur noch eine Tür, oder was? Ja, geil. Oh mein Gott, Alter. Oh, okay. Eine Büchse hinter Bonjour. Und wenn ihr wollt, Leute, könnte ich ja auch mal so ein, sozusagen ein extra Video machen, sozusagen über meine Schulzeit oder über mein Abitur und so. Also könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal so ein extra Video machen soll. Und das, was ist hier los, Mann? Was ist hier los? Okay. Also jetzt öffnen wir erstmal mal ein paar Pandora's Box. Und yo, ein Lucky Ball habe ich sogar. Unglaublich. Okay, ich öffne jetzt den... Oh, hier geht's ein Loch runter. Ich öffne jetzt eine, die Pandora's Box noch hier, okay? Vielleicht passiert noch was. Okay, das ist die letzte jetzt erstmal. Spektakuläres. Oh, hier ist was. Guck mal hier. Oh, aua. Oh, danke sehr. Hast du es aufgesammelt, dass irgendwas so ein... habe ich was aufgesammelt? Ja, ich habe das hier aufgesammelt, diesen Stein hier. Willst du den haben? Ich will ihn nicht. Der sieht aus wie so... Oh, Mobzilla-Spawn-Egg. Vielleicht können wir irgendwann Mobzilla dann spawnen. Okay, oh, Leute, ihr habt ja einen Trailer den Mobzilla gesehen. Vielleicht passiert da ja noch was. Erstmal die Pandora's Box! Und ich töte den hier. Und los geht's! Oh, okay. Pandora's Box tanzt. Ui! Bücher! Bücher der Hölle. Haltbarkeit, Schärfe 2 und sowas. Oh, das ist gut, das können wir dann verzaubern. Oh, und irgendwelche anderen Sachen kommen noch runter. Oh, Blaze Rods? Lol, irgendwelche Sachen kommen hier runter. Verrottetes Fleisch. Fleisch und sowas. Was man gut gebrauchen kann im täglichen Leben. Okay. So. Okay, ich esse erstmal sowas Frisches hier. Verrottetes Fleisch ist immer gut. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir brauchen natürlich noch bessere Ausrüstung, weil ich habe jetzt nicht so gute Ausrüstung gegen den Monk King. Das ist nämlich ein richtiger Boss. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt noch Lucky Blocks. Okay, Mali, okay. Los geht's. 3, 2, 1 und los geht's. Oh, oh, mein Gott. Der Squidzooka ist sogar auch mit am Start. Und freaking Raygun. Okay, warte. Und eine Thunderstuff, oder? Ja, ein Thunderstuff auch. Oh, warte, du Gott. Kannst mal das hier ausprobieren an mir. Bewandruhe. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich bin blind. Leute. Ich hab Blindheit. Echt? Warte, schön ist. Okay, ich hab's. Okay. Alle tot, Leute. Hast du diese Waffe ausprobiert, die ich dir gegeben hab? Oh, ich habe eine Pilze. Nee, die öffne ich jetzt. Was, die öffne ich jetzt? Guck, Leute, da merkt ihr es. Okay, die probiere ich jetzt an dir aus. Oh mein Gott. Das sollten wir vielleicht nicht hier machen. Es war alles hier zerstört. Okay, Malle, ich öffne jetzt die nächste. Also, wir haben jetzt zwei gute Waffen dazu. Oder drei, besser gesagt. Also, das macht richtig Bock der mit dem... Ihr kennt ihn vielleicht aus den Lucky Blocks Videos. Genau. Der ist richtig stark. Den hat Dage immer benutzt. Und hat uns immer one-hitted. Und yo. Okay, ich habe jetzt den nächsten Lucky Block. Okay, warte, los, Minecraft! Oh, Eisen. Ganz viel Eisen. Okay. Kann man auch mit was Gutes mit anfangen. Ist okay, auf jeden Fall nicht schlecht. Okay. Und okay, ich würde aber sagen, das wäre viel zu langweilig, wenn wir jetzt komplett die ganze Pyramide machen. Die heben wir uns ein bisschen für die nächsten Folgen auf, aber ein oder zwei Stück werde ich jetzt hier nochmal öffnen. Okay, komm. Eins. Push und dich. Mr. Rainbows! Und Mr. Rainbows! Zwei! Und der verrottetes Fleisch. Okay, noch einmal. Oh, ja. Oh, Diamanten! Jawohl, ich habe 11 Diamanten bekommen. Okay. Und einen noch hier. Oh! Nein, was machst du denn? Was? Leute, was ist hier los? Kaputt gemacht? Hier ist was Neues entstanden jetzt. Ja. Also 4 neue Lucky Blocks kamen dazu, dafür wurden 4 vernichtet. Also optimal. Gute Rechnung. Oder wie viel? Ja, egal. Ja, ja. Aber so ganz viele Goldblöcke haben wir jetzt, das ist gut. Oh, das ist okay. Nice. Aber ich habe jetzt, die lassen wir mal die Lucky Blocks da. Ich habe jetzt weitere Lucky Blocks hier. So. Oh, hier, ein Diamantstiefel, das ist immer gut. Okay, okay, Mali, so. Du, den nächsten. Ich öffne jetzt den letzten Lucky Block von mir. 3, 2, 1 und los geht's. Und, okay, eine Lucky Fishing Rod. Und jetzt wirst du geangelt. Gib das, eine Diamanthacke. Jetzt wird er zum Farmer hier. Rastet jetzt will aus. Ich hier, jetzt will ich hier Samen einsetzen. Alles klar. Okay. Wachset. Leute, ja. Jetzt könnt ihr schon wachsen. Und danach könnt ihr sprießen. Okay, komm. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Monking Dungeon. Das ist ein bisschen entfernt. Also wir haben vor der Folge ein bisschen geguckt. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich beim Dungeon. Okay, Leute. Und da sind wir auch schon. Und wir stehen vor dem Monking Dungeon. Und hier ist so ein Zombie-Pferd. Oh mein Gott. Und ich werde jetzt erstmal schnetzeln hier. Okay, Leute. Und wir stehen jetzt hier davor, also, hier ganz oben steht der Monking drauf. Oder steht er da drauf? Ja. Ich hoffe mal. Ich habe das auch noch nie gesehen, aber vor allem haben wir hier eine richtig geile Landschaft. Da ist er. Da ist er. Oh, upsie. Da oben ist er drauf, Leute.
Oh mein Gott. Warte, ich guck's mir auch mal ganz jetzt kurz an. Da hoch pumpen und dann oben den Monking besiegen. Und der ist richtig stark. Also, ich würde sagen, Leute, los geht's. Wird krass. Okay, Leute, und was ich auch noch gesehen habe gerade eben. Und so haben wir hier geguckt bei Mobzilla, wie man ein Mobzilla Spawn Egg machen kann. Und da seht ihr Ancient Dried Mobzilla Spawn Egg mit einem Wassereimer. Und was habe ich hier im Inventar? Ancient Dried Mobzilla Spawn Egg. Also können wir sogar den Mobzilla spawnen irgendwann. Also vielleicht in der Abschlussfolge von der ersten Staffel von Blockbuster. Können wir auf jeden Fall dann den Mobzilla spawnen und den nochmal alles hier zerstören lassen oder so. Genau, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Lustig. Am Ende des Monats beenden wir ja schon die Staffel. Ja. Und da bin ich schon mal gespannt. Ja, jede Staffel soll nämlich nicht so lang sein. Also soll nicht immer sich so lang hinziehen da. Ich tue erstmal die ganze Zeit. Und yo. Okay, hier geht's rein, deswegen würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt rein. Wir sind Zombie-Aal. So. Oh ne, das ist noch ein Skelett. Okay, Leute. Jetzt gehen wir rein. Okay. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen runter hier, okay? Okay. Oh Gott, hier unten ist ein Tier vom Lycanites Mobs. Okay, Leute, so, was geht? Zur Lycanites Mobs Mod kann ich auch nochmal was sagen. Ui. Wir werden in der nächsten Folge nochmal so eine Challenge-Folge machen und danach werden wir den Mod erstmal rausnehmen. Genau. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber wir finden, der ist echt so ein bisschen zu nervig, vor allem der Gru. Wenn der Gru da und hinkommt. Genau, ihr habt ja den letzten Reim, ne? Also in der letzten Folge habt ihr der Gru. Was habe ich da nochmal gesagt? Er lässt uns nicht in Ruhe. Ja, richtig. Oder so. Dieser legendäre Reim. Der war optimal, sage ich mal. Ja. Ah, okay, hier geht's nicht mal weiter. Okay, hier ist irgendwie Better Dungeon Team. Ach, hier geht's sogar doch noch runter. Ja, aber okay, das ist aber echt ein, also, richtig cooler Dungeon. Also. Man geht ja. Oh, das war so ein Healing-Typ. Okay, hier geht man einfach durch mit meiner Mega. Mit meiner Mega-Schaufel. Der hat einfach ein Schild in der Hand. Oh, hinter dir ist was? Will damit kämpfen. Oh, ein Geist. Okay, ich leute mal aus. Ich bin den Gru, der lässt uns nicht in Ruhe. Oh Gott. Oh, hier ist eine Enderperle. Oh Gott, warte, ich esse mal so einen Bulwark-Burger. Oh, ich habe irgendwie viele Herzen jetzt bekommen. Wäre gut, wenn du mir den Healing-Stuff geben würdest. Dann könnte ich dich nämlich aufheilen. Okay. So. Warte, ich will. Eigentlich wollten wir hier nur kurz runter. Hier ist ein Kist. Oh nein, schon wieder ein Gru. Eigentlich wollten wir hier nur kurz runter, aber hier sind noch Eisen und Sticks. Und da sind noch Redstone und Kohle und sowas. Okay, was ist hier noch? Kann man sich gut geben. Okay, ich würde sagen, dann, oh, hier ist noch so einer mit einem Healing-Stuff. Oh, der hat leider keinen gedroppt. Okay, dann lass hochgehen. Okay, lass uns hochgehen. Da können wir ja irgendwann anders mal nochmal hin, aber wir wollen jetzt auf jeden Fall zum Monking, ganz nach oben. Und der ist richtig krass. Aber mit unserem Schwert. Oh, schon wieder. Oh, okay. Ich hab dich fast geschlagen. Aber ich glaube, das killt mich nicht. Oder? Ich weiß nicht. Okay. Also ich will es jetzt nicht ausprobieren. Dann gehen wir mal hoch, Leute. Und es wird richtig nice, Mann. Okay. So, ich bin mal gespannt. Oh, mein Gott. Okay. Hörst du das auch? Ja. Was war das? Ich weiß auch nicht, Mann. Es war irgend so eine Tröte. Okay. Kröte? Also das war eher so ein Clown. Eine Tröte mit T. Achso, eine Kröte. Da ist eine Kröte. Die macht auch so Geräusche. Okay. Hier geht's hoch wieder. Okay, Leute. Jetzt gehen wir hoch. Zum Monking. Okay, okay. Monking, stell dich. Hä? Wie kommen wir hoch? Ja, gut. Hier. Hab ich gesagt? Warte, ich muss was essen. Ich esse jetzt rohe Fische. Okay. Ich esse jetzt rohe Malinäuses. Okay. Ja, bitte. Okay, Mann. Oh, hier ist eine Kiste, okay. Schau mal rein. Warten Sie. Ich habe 33 Level, müssen irgendwann mal was bezaubern. Ja, aber dafür müssen wir uns erstmal Bücher holen. Da ist nur Essen drin. Warte, dann mache ich mal die Fische raus. Ich mache mal ein paar unnötige Sachen hier raus. Und so, okay, Leute. Jetzt ist da oben schon der Monkey, Leute. Oh mein Gott, okay. Oder? Drei. Ich weiß noch nicht. Ah, ne, hier ist noch normale. Okay. So, hier ist noch eine Kiste. Hier auch noch. Essen wiederum. Okay, Leder, das können wir nehmen. Wieder nur sowas. Aber jetzt geht's hier hoch. Hier geht's wieder ein bisschen runter, das ist nicht gut. Jetzt geht's hier hoch, mal Leute. Okay, okay. Zum Monking. Drei, zwei. Ist er hier schon? Nein, hier ist noch eine Kiste. In der Stufe sind. Oh, hier geht's hoch. Jetzt ist er. Jetzt aber endgültig. Da ist er, ich sehe ihn schon. Ja? Oh, im Mondschein. 1120 okay, Leben hat der junge Mann. Wie viel? 1120. Er ist so ein Burger, okay? Oh mein Gott, okay. Er bereitet sich schon vor auf uns. Ich hab mir einen Goldapfel gegeben. Was soll ich schießen mit der Raygun auf ihn, oder? Ich weiß nicht, ob das so viel Schaden macht. Okay, wir soll ich schlagen den Thunderstuff nehmen? Ich würde sagen, erstmal mit unseren normalen Waffen. Wir schlagen Waffen, mit der Shovel drauf, okay? Und dann, wenn er runterfällt vielleicht, dann schießen wir mit dem Bogen ab. Okay. Mal den Neues. Gehst 3, du vor? 2, oder so? 1, Zugriff! Oh mein Gott, los geht's! Oh mein Gott! Okay, oh mein Gott. Okay, er ist runter. Okay. Nicht so schnell! Oh.
Okay. Oh mein Gott. Okay, okay. Wo ist er? Ach, da unten. Der ist unten und bekommt Schaden. Gott. Leute, was geht mit dem ab? Ich schieße mit dem Bogen ab. Thunderstuff. Oh, das ist gut. Oh. Das ist gut, okay. Mach neues. Oh Gott, der zieht viel. Ist dir viel. Warte, ich spring dahin. Oh, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, jetzt. Ich bin hier rübergesprungen. Oh, ich bin hier rübergesprungen. Wo ist er? Okay. Oh mein Gott, nein. Okay, okay. Warte, nein. Okay. Nicht du. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Da ist er auf dem Baum gewesen. Ach so. Hä? Wieso ist er bei hinter mir dann gewesen? Er regeneriert sich sogar ein bisschen. Jetzt muss ich mit der Schaufel draufschlagen. Komm. Okay. Alter. Macht er mir viel Schaden? Macht er viel Schaden? Strafe ihn. Okay, warte. Oh mein Gott. Was ist los? Oh Gott. Oh. Okay, er hat nicht mehr viel, oder? Oh! Oi, oi, oi! Hoppla! Alter. Sag ich mal. Okay, 348. Da kommt der Ghoul von der Seite. Was ist das denn hier? Kriegen wir. Jetzt haben wir ihn! Ist er tot? Ich beende den hier. Nein, da ist er! Und? Okay, komm schon. Er ist tot! Jawohl! Und? Was hat er gedroppt? Nichts. Was hat er gedroppt? Er hat nichts gedroppt? Hat er einfach nichts gedroppt? Was? Das kann doch nicht sein. Warte, ich guck gleich. Vielleicht oben, vielleicht oben. Vielleicht liegt oben was, weil er sonst normalerweise oben ist. Okay, wir gucken mal ganz kurz nach oben. Oh mein Gott, aber es war auf jeden Fall ein spannendes Battle, weil er hat viele Leben, aber wir haben natürlich auch eine gute Waffe. Klar, wir deswegen haben natürlich Ultra-OP-Waffen, das muss man dazu sagen. Das hat der Mob war echt spannend. Wir waren noch nicht einmal, farmen und haben so OP-Waffen. Okay. Klar. Aber das hier ist natürlich ein bisschen Glück, was aus den Lucky Blocks hier rauskommt. Hier liegt nichts. Okay, Leute, da kriegt man natürlich. Also ich hab hier nur so Fleisch, guckt, Joe's Meat. Ich weiß nicht, ob das, das direkt... Oh, ich hab's... Das ist von diesen. Ich hab's... Hab's auch gerade gemerkt. Okay, kann man so machen. Also, warte, dieses Fleisch habe ich hier. Warte, ich kann's ja mal kurz essen. Ja, das ist Juice Meat. Das ist einfach das ganze normale Meat, was da unten rumsteht. Was die da unten... Ah, okay. Haben. Oh, das bringt aber Schnelligkeit. Oh, das läuft cool. Auf jeden Fall. Aua. Okay. Oh, Mann. So, aber okay, Leute, glaube ich nichts getroffen. Also, das war auf jeden Fall ein spannendes Battle hier gegen den Monk King. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, weil die Pandora's Boxes und sowas haben... was Gutes gebracht und auch die Lucky Blocks. War auf jeden Fall richtig lustig. Jetzt hier noch der Monk King als Endkampf, weil ihr wisst ja, jede Folge soll ein Event sein. Es soll nicht gefarmt werden, es soll nicht irgendwie sinnlos an einem Haus gebaut werden, weil der Mali, wie ihr gesehen habt, wer jetzt die letzte Folge nicht bei Mali gesehen habt, er hat auch das Haus weitergebaut, also offline. Und genau, jo. Also da habe ich da einfach das Haus gebaut. Es soll einfach jede Folge etwas Besonderes sein, dass ihr jede Folge einschalten könnt. Und das soll sodass es auch wirklich kein langweiliges sein. Projekt wird. Ja. Genau, soll das jede ist Folge soll in der nächsten Folge episches Event sein. Genau. Und in der nächsten Folge wollen wir den Like a Knights Mod uns vornehmen. Da werden wir alle Mobs besiegen und danach werden wir den vielleicht rausnehmen. Das müssen wir einfach mal entscheiden. Genau. Schreibt auf jeden Fall Kommentare, welche Mods ihr sehen wollt, welche vielleicht nicht. Und lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Dann in der nächsten Folge bei Malinos Minecraft vorbei und schreibt auch jetzt schon mal Mods in die Kommentare, die wir entweder dann bei der nächsten Staffel oder jetzt schon mal vielleicht so Zusatzmods dazu nehmen können quasi. Und jo, also schaut auf jeden Fall bei Mali vorbei. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich auf jeden Fall ein Like da lassen. Und schaut auf jeden Fall auch in der Playlist vorbei. Da sind die ganzen Videos verlinkt. Jo, genau, alle Videos. Und was ich auch noch sagen wollte, übermorgen, Samstag, den 20.06.2015 um 18 Uhr startet unser Lucky Network Server und es wird auf jeden Fall richtig nice mit dem großen Livestream. Da wird es auch morgen nochmal ein Video dazu geben, was ich da dann alles mache und so. Also schaut auf jeden Fall morgen beim Video vorbei und auch auf Malis Kanal. Und dann am 20.06. auf unserem Lucky Network Server play.mcluckynetwork.de. Also ciao! Leute, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Yo. Wow. Wow.